Willkommen zum ersten Mal oder zurück auf meinem Kanal. Ich bin Karin Klein, Körpertherapeutin mit dem anderen Blick. Und dieser andere Blick deutet sich unter anderem auch in Tarotkarten. Und dir bekommst du heute etwas ganz Neues. Hab ich so noch nie gemacht. Mir war etwas nach etwas Neuem, und zwar die Human Design Typen. Wenn du selber noch nicht weißt, welchen Human Design Typ du hast, das ist ein Persönlichkeitseinschätzung, etwas, wo du deine Persönlichkeit besser kennenlernen kannst, dann schau einfach mal, google mal Human Design, und da wirst du finden mehrere Webseiten, wo du deinen Typ herausfinden kannst. Das ist etwas ähnlich wie Astrologie. Du brauchst dafür dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit, deinen Geburtsort. Dann tippelst du das ein und dann weißt du, welcher der vier Haupttypen du bist. Es gibt einen Untertyp, den ich aber heute hier nicht behandeln werde. Wenn du der Untertyp manifestierender Generator bist, dann schaust du dir bitte einfach den Manifesto und den Generator an. Du findest die Timestamps für die Typen unten in der Description Box. Da findest du auch natürlich alle Informationen, um ein persönliches Reading zu buchen, wenn du tiefer einsteigen möchtest in die Vorausschau deines zweiten Quartals 2022, oder wenn du noch tiefer gehen möchtest in deiner Persönlichkeitsentwicklung und eine Aura-Session oder ein Aura-Coaching buchen möchtest. So, und jetzt starten wir direkt in die Legungen. Herzlich willkommen, wenn du im Human Design ein Typ Projektor bist. Und dann schauen wir mal mit den paar Karten, die ich schon vorselektiert habe, was im zweiten Quartal auf dich zukommt. Und dann steigen wir noch etwas tiefer ein mit den Tarotkarten. Aber lass uns mal schauen, was das Erste ist, was wir hier für dich haben. Die Vision. Okay. Also die Vision, das heißt für dich als Projektor, du wirst im zweiten Quartal ein klareres Bild bekommen von deiner Vision, von dem, was du in diesem Leben hier realisieren möchtest, was deine Träume sind, was vielleicht dein Warum ist. Deine Vision wird sich im zweiten Quartal an der Stelle sehr viel deutlicher zeigen, sehr viel klarer werden, sodass du auch mit Weisheit, wir haben hier die zwei Eulen, mit sehr viel Weisheit und mit sehr viel Weitblick auch diese Vision auch wirst verfolgen können. Dann haben wir noch die Waage, die Sonne und die Ameise. Okay, also es verspricht im zweiten Quartal definitiv viel Freude, viel Ausgleich. Wir haben hier mit der Waage den Ausgleich, die Balance. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, weil es wird sehr viel Freude in dein Leben kommen, aber es wird auch Arbeit geben. Also du wirst sehr viel zu tun haben. Also wenn du deine Vision klarer definierst und weißt, in welche Richtung das sich entwickeln soll, dann wird die Arbeit natürlich folgen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du im zweiten Quartal auch immer darauf achtest, dass dein Leben in Balance ist. Ja, es gibt ja diesen schönen Begriff der Work-Life-Balance. Den finde ich persönlich gar nicht so passend. Als Körpertherapeutin finde ich den gar nicht so passend, weil es klingt, als wären es zwei Lebensbereiche, die du hast. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel mehr als nur die Arbeit und das Leben. Weil die Arbeit ist natürlich auch dein Leben. Hoffentlich, dass du im richtigen Beruf bist und da auch Spaß hast. Aber es geht eben um die Balance der unterschiedlichen Lebensbereiche, dass du weißt, was gerade für dich wichtig ist, was dir Kraft gibt, eben in dieser Kombination mit der Vision, dass du da wirklich den Weg auch gehen kannst. So, was haben wir noch? Wir haben das Chamäleon. Okay, also es wird dir, das zweite Quartal 2022 wird dir auch Anpassungsfähigkeit abverlangen. Es ist wichtig, dass du weißt, in welchen Momenten du dich in den Hintergrund quasi zurückziehen darfst, wie das Chamäleon, das sich quasi tarnt. Aber es ist auch wichtig, dass du weißt, wann es gilt, in den Vordergrund zu kommen und dich nicht zu tarnen, sondern sichtbar zu machen. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Dann haben wir, wunderschön, die Schönheit. Und ich sehe das im Zusammenhang mit dem Chamäleon, dass du an der Stelle wirklich auch darauf achtest, deine Schönheit auch zum Ausdruck zu bringen. Dass die Schönheit manchmal darin liegt,
sich anzupassen, also flexibel zu sein, sich den Gegebenheiten anzupassen, ohne dich zu verstellen. Achtung, das ist nicht das, was ich sage. Es geht nicht darum, dich zu verstellen, sondern es geht darum, deine Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Und das kannst du manchmal, indem du schweigst. Wer mich etwas besser kennt, weiß, dass ich zum Beispiel sonntags unglaublich gerne schweige. Also ich nenne das meine Schweigesonntage. Das ist für mich totale Erholung. Das hat eben auch etwas Wunderschönes. Aber es geht auch darum, dass du weißt, wann es darum geht, deine Schönheit wirklich zu zeigen und ins Rampenlicht zu stellen. Und das wird dir im zweiten Quartal 2022 sehr viel leichter fallen. Um dann auch, und da hatten wir eben ja die Balance zwischen den Lebensbereichen, dein Leben wird sehr, sehr voll sein. Dein Leben wird sehr reich sein. Reich tatsächlich auch im Sinne von finanzieller Erfolg. Das hatten wir hier mit der kleinen Ameise, die ja sehr viel arbeitet, aber die auch den finanziellen Erfolg dann nach Hause bringt. Und das wird sich eben in deinem Leben im zweiten Quartal durchaus zeigen, dass dein Leben sehr bunt, sehr reich, sehr, sehr voller Fülle sein wird. Was noch? Okay. Die Feindseligkeiten. Wo sehr viel Licht, da sehr viel Schatten. Wenn viel Erfolg, dann auch viele Neider. Mach dich einfach drauf gefasst. Und ich glaube, auch das ist eine Botschaft hier mit der Waage, dass nimm nicht jeden Kampf an. Choose your battles wisely, sagt man im Englischen. Wähle sehr bewusst, welchen Kampf du auch wirklich kämpfen möchtest. Aber sei dir auch bewusst, dass du vielleicht Anfeindungen erfahren wirst. Dass es aber wichtig ist, dass du dass du dich dem stellst, ohne jeden Angriff direkt zu parieren. Weil parieren ist manchmal, und das kennst du vielleicht aus dem Aikido, man lenkt die Energie um, man lässt den Gegner quasi teilweise ins Leere laufen, gegen die Wand laufen. Und da wirst du die Balance finden müssen im zweiten Quartal, dass du diesen Anfeindungen, diesem Neid, der dir dann entgegenkommt, je erfolgreicher du wirst und je verrückter deine Vision auch ist, dass du dich nicht von jeder Anfeindung auch wirklich angegriffen fühlst. So, das ist das, was ich sagen wollte. Was haben wir noch? Wir haben Between Worlds, also zwischen den Welten. Mhm. Was ich da wahrnehme ist, du bist noch nicht ganz hier raus und du bist auch noch nicht ganz da. Aber im zweiten Quartal ermöglicht es dir. Ja? Wir haben mit der Vision, kommst du quasi von diesem Zustand in jenen Zustand. Indem du diesen Weg gehst, quasi von dem, wir haben es ja auch in der Karte, von dem schwarz-weißen Vordergrund in den bunten Hintergrund, dass du da quasi deinem Leben sehr viel mehr Farbe, sehr viel mehr Relief und Struktur wirst geben können. Weil vielleicht weißt du jetzt ja noch gar nicht, jetzt wo du das hier schaust, weißt du ja vielleicht noch gar nicht, lieber Projektor, wo es hingehen wird. Aber im zweiten Quartal wird es für dich sehr, sehr viel klarer und du wirst zwischen den Welten noch ein bisschen wandern, bis du dann quasi hier zur Farbe kommst. Und apropos Farbe, das erinnert mich jetzt auch nochmal, wir hatten ja eben das, das war überhaupt nicht der Plan, so, wir hatten ja eben das Chamäleon, das ja auch seine Farbe wechselt, ja, also da immer zu schauen, ist es wirklich deine Farbe, die du da annimmst, wenn du hier zwischen den Welten wandelst und in diese farbige Welt kommst, oder nimmst du vielleicht die Farbe von einer Umwelt an, die nicht mehr dir entspricht. Da bitte sehr, sehr achtsam sein an der Stelle. Und dann haben wir noch The Shadow Queen, die Königin des Schattens. Die sagt uns, ja, das ist so eine kleine Mischung aus, was wir eben hatten mit den Anfeindungen, mit den Between Worlds, dass die Shadow Queen kann das gut auseinanderhalten. Und das ist das, was dir gut gelingen wird im zweiten Quartal. Sie wird auseinanderhalten können, was ist wirklich eine Anfeindung, die dir Schaden zufügen kann, wo du dich wirklich wehren musst.
Was ist aber auch einfach nur Neid, wo du den einfach ins Leere laufen lassen kannst, von dir abprallen lassen kannst. Das wird die Schattenkönigin dir helfen, das auseinanderzuhalten. Und das little word of warning, das kleine Wort der Warnung an der Stelle, was du in meinen Readings immer bekommst, auch wenn es allgemeine Readings sind, dass du dich nicht verunsichern lässt. Ja, wir hatten das ja gerade. Es ist noch ein bisschen undefiniert. Es ist noch nicht ganz klar, noch nicht ganz deutlich, wo es hingeht, was so gerade der Umgang mit dem Ganzen ist. Aber an der Stelle, lass dich nicht verunsichern. Die Schattenkönigin hat großes Wissen und auch du wirst dieses Wissen haben, wenn du auch dir erlaubst, in die Schatten, in die Tiefen deiner selbst zu gehen, um da die Antworten zu finden. Und wenn du noch unsicher bist, wenn du dich jetzt nach diesem Reading zwar freust auf das Quartal, was ich dir durchaus wünsche, weil es klingt alles ganz großartig, aber wenn du noch nicht genau weißt, wie soll denn die Vision aussehen und was könnte das denn sein, oder wenn du ein bisschen ängstlich geworden bist, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wir gehen mit einem persönlichen Reading sehr viel tiefer, dass du wirklich auch die Vorausschau hast, auf was kommt da jetzt wirklich persönlich auf dich zu, oder sogar mit einem Coaching zu schauen, wie wir dich stark machen können, dass du all dem auch gewachsen bist und deine Vision mit freiem Kopf und voller Kreativität erlangen kannst. So, dann schauen wir jetzt nochmal mit Tarotkarten. Das ist, weil diese Legung, diese Human Design Legung ist ja für mich eine ganz neue, also habe ich mich entschieden, ich nehme auch ein ganz, ganz neues Deck, das Urban Tarot. Und ich finde, das hat so ein bisschen was von einem Human Design Muster. So, also, was muss der Projektor im Quartal 2022 noch wissen? Was ist wichtig? Welche wichtigen Informationen haben wir da noch für den Projektor? Wir haben die zwei Stäbe. Ich lege sie erstmal aus, damit ich mir ein Bild machen kann, und dann zeige ich dir die Karten alle einzeln bzw. in der Kombination, wie sie wichtig sind. Okay. Also das allererste sind die zwei Stäbe, und die zwei Stäbe stehen für jetzt geht's los. Ja, jetzt kannst du die Welt erobern. Im klassischen Tarot-Deck steht die Person noch auf dem innerhalb der Burg, aber ganz, ganz oben auf der Mauer und hat eine Weltkugel in der Hand und schaut sich die Welt draußen an. Und wir haben das ja hier auch, das ist ja so ein urbanes Deck, also urbane Situationen. Was ich hier sehe, ist durchaus jetzt wirklich, jetzt geht's los. Jetzt nicht mehr zurückhalten, nicht mehr warten, sondern wirklich betrachten, wie soll es denn ausschauen, dich wirklich auf diese Vision einzulassen. Ja, vielleicht siehst du es auch, dass es wieder von der Grafik etwas vergleichbar ist. Lass dich drauf ein, geh deinen Weg. Geh deinen Weg, weil mit der Kaiserin haben wir definitiv den Erfolg wirklich nochmal bestätigt. Es wird sich gut ausgehen für dich. Es wird alles, die Kaiserin ist ja die Herrscherin, die Verkörperung von allen vier Königinnen im Tarot. Das ist Reichtum, das ist Schwangerschaft, das ist Fruchtbarkeit, Ernte, all diese Dinge verkörpert sie. Und das ist für dich wirklich das Versprechen, es wird gut, es wird in allen Lebensbereichen richtig gut. Und wir haben hier nochmal die Bestätigung. Also wenn du es bisher jetzt nicht geglaubt hast, hier bitte die sechs, muss man gerade gucken, was das ist. Weil hier steht Erfolg, ja. Das sind, ich nehme an, es sind Scheiben dargestellt. Was ein bisschen eine andere Erklärung ist als das klassische Tarot, also sechs auf jeden Fall. Aber wir haben hier die sechs Scheiben sind, ich bin gerade ein bisschen irritiert mit diesem neuen Tarot-Deck, das merkst du. Vielleicht ist das auch
an der Stelle eine Reflexion deiner Irritation an der Stelle. Und da möchte ich dich bitten, lass dich nicht irritieren. Bleib bei dem, was du weißt. Und ich zeige dir auch gleich, wie ich es mache. Und zwar, ich verlasse mich jetzt zum einen auf die Schrift hier. Ja, weil das ist das Deck, was ich ausgewählt habe. Also ist es stimmig. Dann verlasse ich mich auch auf mein Wissen. Und wir hatten das hier mit der Schattenkönigin, die ihr eigenes Wissen auch hat und das auseinanderhalten kann. Ich verlasse mich auf mein Tarotwissen. Wir haben auf der einen Seite die 6 Stäbe, die für Erfolg und Sieg sprechen. Und wir haben die 6 Scheiben, also ich glaube, dass das die 6 Scheiben sind in diesem Tarotdeck, die normalerweise eher für Ausgleich stehen, aber was ja in diesem Fall für dich durchaus auch wiederum passend ist, weil mit der Waage kommst du quasi zur Sonne, kommst du quasi zum Erfolg. Also an der Stelle, wie gesagt, nochmal die absolute Bestätigung, dass es so ist. So, also dass dieser Erfolg kommt. Und dann haben wir die 2 Kelche. Also es kommt möglicherweise, wenn du dich nach Liebe sehnst, nach einer neuen Beziehung oder einem Auffrischen deiner jetzigen Beziehung, dann wird auch das passieren im 2. Quartal. Auch das wird Teil sein deines Erfolges in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Gleichzeitig kann es aber auch bedeuten, dass du durch diese Entwicklung, die du da machen wirst im 2. Quartal, sehr viel mehr Selbstliebe entwickeln wirst, dich sehr viel mehr Also ich muss mal kurz ausholen, weil wer mich kennt, weiß, dass das Thema Selbstliebe, ja, das ist so ein sehr großgeschriebenes in der spirituellen Szene, in der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching. Ich bin aber der Auffassung, dass Selbstliebe A, oft missverstanden wird und B, nicht unbedingt der heilige Gral ist, sondern Selbsterkenntnis ist sehr viel wichtiger. Und das wirst du ja, wenn du dir dieses Video auch anschaust, sicherlich auch wissen, weil das Human Design ist ja eine Methode, ist ja ein Tool zur Selbsterkenntnis. Und daher wirst du ja wissen, wie wichtig das ist, sich selbst zu kennen. Und das sehe ich in dieser Karte, in diesen 2 Kelchen durchaus, dass du da die Möglichkeit hast, im 2. Quartal dich noch besser kennenzulernen, noch tiefer in dich hineinzugehen, noch mehr über dich zu erfahren. Übrigens, ich sage ja immer, ich bin Karin Klein, Körpertherapeutin mit dem anderen Blick. Und das bezieht sich unter anderem auch auf das Body Reading, dass ich quasi, wenn ich dich sehe, weiß ich, welche innere Haltung du als Kind entwickelt hast, die dich quasi jetzt in bestimmten Situationen sehr automatisch reagieren lässt. Und auch das ist Teil von Selbsterkenntnis. Also wenn dich das interessiert, dann können wir uns das gerne mal anschauen in einem Coaching. Den Link zur Buchung findest du ja unten. So, und dann haben wir noch die Justice Card, also die Gerechtigkeit, und den Prince of Disc. Jetzt kann ich leider noch nicht genau sagen, weil wie gesagt, das Deck ist ganz neu, ob der Prinz der Page oder der Ritter ist. Lass mich das mal ganz kurz mit den anderen Karten vergleichen. Damit wir... Okay, Princess... Okay, es ist der Ritter. Also wir haben den Ritter der Scheiben und die Gerechtigkeit. Okay, also Ritter der Scheiben ist hier in dem Deck der Daytrader. Das ist jemand, der seine harte Arbeit, und hier trifft es sich wieder mit der Ameise, der seine harte Arbeit, sein frühes Aufstehen, sein Durchhalten, seine Motivation, seinen absoluten Drive, also sein ich bin dabei, ich bin da hundertprozentig dabei, zum Erfolg bringt. Und mit der Gerechtigkeitskarte sehe ich an der Stelle wiederum den Ausgleich. Also es ist wichtig, dass du deine Vision folgst, es ist wichtig, dass du die harte Arbeit reinsetzt, aber es ist eben auch wichtig, dass du die Balance reinbringst in die unterschiedlichen Lebensbereiche. Ne? Also harte Arbeit, ja, work hard, play hard, aber love hard and love hard
und Sleep Hard und all diese Sachen sind an der Stelle natürlich auch wichtig im zweiten Quartal. So, dann ziehen wir jetzt noch eine Tarotkarte für den Rat. Was kannst du jetzt am besten, wie kannst du das am besten unterstützen, dass das für dich sich am leichtesten, wie nur möglich leicht anfühlen kann? Und da haben wir sie. Okay. Die acht Scheiben. Die acht Scheiben sind die tägliche Arbeit. Also bezieh das wirklich auf deinen Alltag, in dein tägliches Leben. Diese Vision ist für dich ein Leitfaden. Es ist wichtig, dass du sie im zweiten Quartal wirklich klar vor Augen hast, wirklich hundertprozentig dieses Bild für dich entwickelst und dass du es dann auch verfolgen kannst. Aber es wird dir vor allem leicht fallen, wenn du es im Alltag umsetzt. Also nicht in dich verlierst in die große Vision da draußen und wie kann ich denn da bloß hinkommen, sondern mit kleinen Steps, eins nach dem anderen, in dem alltäglichen Tun, in deiner Arbeit, diese Vision dann zu verfolgen. Dann wird es dir am leichtesten fallen, all diesen Erfolg, diese Fülle, diesen Reichtum im zweiten Quartal auch zu erlangen. So, ich hoffe, das hat dir einigermaßen weitergeholfen. Lass mir gerne ein Like und abonniere den Kanal, wenn du neu hier bist. Es würde mich sehr freuen, dass wir uns öfter sehen. Und ja, ich schicke dir ganz, ganz viele liebevolle Gedanken für das Quartal, zweite Quartal 2022. Und ja, von hier zu dir, bye-bye. Herzlich willkommen, lieber Manifestor, zu deinem Tarot-Reading, was dich erwartet im zweiten Quartal 2022. Und wir schauen hier direkt mal, was die grundlegende archetypische Energie ist, die dich begleiten wird. Die Maske. Okay, Masken tragen wir im Alltag, weil wir spielen Rollen und das ist auch ganz, ganz normal. Wir werden jetzt gleich mit den unterschiedlichen Karten, die ich vorselektiert habe, noch schauen, ob es eine Maske ist, die du gerade trägst und die du aber eher ablegen solltest. Ob es eine Maske ist, die, und das finde ich ganz spannend hier in der Grafik, die deinem Leben aber sehr viel mehr Farbe verleiht, also etwas ist, was du wie ein Maskenball tatsächlich vielleicht öfter tragen könntest. Das schauen wir uns gleich mal an. So, dann haben wir, oh, good luck mit dem Horseshoe, mit dem, wie heißt das auf Deutsch? Bitte schreib es in den Kommentaren, ich komme gerade nicht auf den Begriff. Vielleicht fällt es mir später ein. Den Löwen, es ist Zeit zu agieren. Und das Kamel, ja, es wird nicht immer ganz leicht sein. Halte durch und bleibe dran. Das ist die Botschaft. Hufeisen, so heißt das auf Deutsch. Okay, jetzt habe ich es. Alright. Also, ähnlich wie der Projektor übrigens, geht es für dich um jetzt agieren, jetzt weitergehen. Vielleicht an der Stelle mit der Maske kommen wir schon so ein bisschen mehr dran, was es bedeuten kann, zu wissen, wann trägst du welche Masken. Weil ich sehe gerade nicht, dass es wirklich darum geht, sie abzulegen, also gar nicht mehr zu tragen, sondern mein Empfinden ist eher zu wissen, wann trägst du welche Maske. Und wenn du dir dieses Video anschaust, dann weißt du ja auch, wie wichtig die persönliche Erkenntnis ist, wie wichtig es ist, sich selbst zu kennen, weil das Human Design ist ja ein Tool, sich selbst besser kennenzulernen und dann mit dieser Erkenntnis auch dich weiterentwickeln zu können. Also da nicht stehen zu bleiben mit dem, was du mitbekommen hast, sondern auch wirklich die Möglichkeit zu haben, weiter zu gehen und an der Stelle zu entscheiden, sind diese Masken, habe ich die selber aufgesetzt oder sind die mir aufgesetzt worden? Und das ist die Botschaft jetzt für das zweite Quartal 2022, dass du jetzt diese Erkenntnis für dich findest, dass du das jetzt herausfindest, dass du dich jetzt wirklich besser kennenlernst. So, schauen wir mal. Den Ibis.
Und zwar mit Lernen, mit dem Wissen. Ja, noch mehr Wissen über dich selbst und noch mehr Tiefe in deine Seele zu bringen. Ja, Learning an der Stelle auch, noch mehr Wissen überhaupt anzusammeln, vielleicht ein Thema, was dich gerade begeistert, wo du vielleicht noch mal mehr lesen möchtest, mehr YouTube-Videos schauen möchtest, die richtigen bitte. Auch da ist Discernment, also eine gute Unterscheidung, sehr, sehr wichtig. Aber vielleicht sind es auch die, wie man im Englischen sagt, die Learnings, also die Lektionen. Was hast du bisher schon gelernt? Und zwar tatsächlich im Zusammenhang mit den Masken. Was haben die eine oder andere Maske dir beigebracht? Also die Masken, die du selber trägst, aber auch die Masken der anderen. Das wird wirklich im zweiten Quartal eine große Relevanz für dich bekommen. Dann haben wir die Patience. Ja, wir haben jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 2. April. Das heißt, wir haben noch das ganze Quartal vor uns und wann auch immer du dieses Video schaust. Es geht durchaus darum, auch Geduld zu haben. Du wirst sicherlich erfahren haben, dich selbst als Manifestor kennenzulernen, ist wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich gegangen. Entweder du hast etwas gelesen dazu, du hast ein persönliches Reading dazu bekommen und auch die anderen Sachen, die du über dich weißt, dein Sternzeichen und deine Vorlieben und deine Abneigungen und all diese Dinge, die du über dich weißt, die wirst du nicht von jetzt auf gleich kennengelernt haben. Und auch da braucht es im zweiten Quartal einfach etwas Geduld von deiner Seite, weil die Zeit wird es zeigen. Und du brauchst Zeit, aber du brauchst auch, ich hatte das letztens mit einer Kollegin, da sprachen wir darüber, dass meine Klienten und auch ihre Klienten gerade sehr stark das Gefühl haben, die Zeit fehlt, die Zeit rennt uns davon. Und de facto ist gerade eine energetische Zeit, die sehr, sehr beschleunigt ist. Wir kommen aus den 2 Jahren Pandemie, wo alles etwas langsamer war, wo das Leben etwas zur Ruhe kam, vielleicht teilweise sogar zum Stillstand. Und jetzt sind wir in einer Zeit, der ganze April ist noch, alle Planeten sind gerade vorläufig. Wir haben keinen einzigen rückläufigen Planeten. Und all diese Faktoren, diese Zeitqualitäten spielen gerade eine Rolle, dass wir das Gefühl haben, boah, es beschleunigt sich gerade. Und wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben die Zeit, die wir bekommen, ja. Und danach geht es in einem anderen Leben weiter. Aber wir unterliegen der Illusion, dass wir Zeit haben. Und so viel Zeit haben wir nicht, wie wir denken. Aber gleichzeitig müssen wir auch geduldig sein und diese Zeit, die wir haben, auch gut nutzen. Und da kommt wieder der Löwe mit ins Spiel. Es ist jetzt Zeit, auch zu agieren. Es ist Zeit, durchzuhalten, weiterzumachen, dich nicht ablenken zu lassen und gleichzeitig aber auch mit Geduld bei dem Ganzen dabei zu sein. So, lass mal schauen, was wir noch haben. Wir haben Erholung und Verjüngung. Ja, mit diesem ganzen Thema von Zeit darfst du bitte eins nicht vergessen, du brauchst auch Erholung. Das ganze Leben ist eine Pulsation. Als Körpertherapeutin kann ich das immer wieder meinen Klienten erklären, dass alles im Leben eine Pulsation ist. Es ist ein Zusammenziehen und ein Ausdehnen. Die Zellen des Körpers ziehen sich zusammen und dehnen sich wieder aus. Du atmest ein, du atmest aus, du bekommst Hunger, du isst was, du verdaust und dann bekommst du wieder Hunger. Das sind all diese Sachen, und das sind jetzt nur ein paar Beispiele vom Leben, wo wirklich alles Pulsation ist, alles in einem Zyklus immer wieder. Leben ist nicht linear, und zu einer guten Aktivität, du erinnerst dich, der Löwe, der dich auffordert, jetzt aktiv zu werden, zu einer guten Aktivität gehört aber auch eine gute Pausequalität. Möglicherweise sogar für dich als Manifestor eine Pausedisziplin, dass du immer wieder dran denkst, dich zu erholen. Und weißt du, warum Babys so viel schlafen? Babys lernen so viel. Das ist unglaublich, was ihr Gehirn ständig verarbeiten muss. Und ich erinnere dich dran, auch du wirst im zweiten Quartal noch sehr viel lernen über dich selbst, über die Welt, über andere. Und um das alles verarbeiten zu können, um das alles
wirklich auch integrieren zu können, brauchst auch du den Schlaf und die Erholung. Das bitte nicht zu vergessen. So, und dann haben wir noch Milk and Honey. Wunderbar. Also, wir haben ja hier viel Ratschläge, viel Wichtiges zu beachten. Und hier ist so ein bisschen die Auskunft, die Aussage, all das wird dich ins Schlaraffenland führen, sozusagen. Hier ganz viel gutes Glück, ganz viel Erfolg, ganz viel Wohlbefinden, ganz viel Wellness in deinem Leben im Quartal 2 2022. Und dann haben wir noch, okay. Du wirst dich ein bisschen gefangen fühlen. Das ist the little word of warning. Das ist in meinen Readings, in den allgemeinen Readings, hier in den Pick-a-Card-Legungen, aber auch in den privaten persönlichen Legungen immer gibt, weil ich finde es gut, dass wir positiv durchs Leben gehen, aber es gibt sowas wie eine toxische Positivität und das wollen wir, das möchte ich unbedingt vermeiden mit dir und meinen Klienten. Und hier kann es durchaus sein, dass die Geduld und ich habe keine Zeit und ich muss so viel lernen und ich brauche aber auch den Schlaf, dass dich das alles durcheinander bringt, dass dich das alles irritiert, dass dich das verunsichert. Und dass du dadurch dann in ein Selbstsabotageprogramm gerätst. Als Manifestor hast du natürlich auch die Kraft, das zu tun. Und deswegen an der Stelle sei bitte vorsichtig, sei achtsam, dass die Masken, die du kennenlernst, die Masken, die dir jetzt bewusst werden, deine und die der anderen, dass sie nicht dazu führen, dass du dich selbst sabotierst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft an der Stelle für dich im zweiten Quartal. Wenn du das ganz genau wissen möchtest, wo die Selbstsabotage bei dir anspringen könnte, dann schreib mich an, lass uns eine gemeinsame Sitzung machen, entweder ein Coaching oder mit den Tarotkarten, um gar genau herauszufinden, was auf dich zukommt oder eben deine eigene Prägung, dein herauszufinden, was grundsätzlich dein Risiko in der Selbstsabotage ist und vor allem dann Methoden, Techniken und Strategien entwickeln, wie du das vermeiden kannst. So, jetzt legen wir mit den Tarotkarten. Das ist ein ganz neues Deck. Ein ganz neues Deck für mich. Dann legen wir nochmal mehr Informationen zu dem, was wir gerade herausgefunden haben. Und was ich ganz toll finde, warum ich dieses Deck auch gewählt habe, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie eine Human Design Grafik. So, was muss der Manifestor im zweiten Quartal noch berücksichtigen? Welche Informationen braucht der Manifestor noch für das, was wir gerade hier herausgefunden haben? Was ist mir wichtig für den Manifestor? Okay. Leg mir die Karten erstmal aus, damit ich ein gutes Bild davon bekomme und dann zeige ich sie dir alle eins nach der anderen. Okay. Gut. Wir haben die 5 Scheiben und die 5 Schwerter. Und beide sprechen von Dingen, die wir als negativ einschätzen. Also Sorge und Unterlegenheit, Verlust. Das ist das, was sich hier auf diese Karte bezieht. Es wird sich im zweiten Quartal für dich nicht immer alles sofort, wir hatten das mit der Geduld, es wird sich nicht immer alles sofort zum Guten wenden. Du kannst darauf vertrauen, dass das Glück dabei ist,
Aber wir haben auch das Kamel, erinnere dich dran, es geht darum, jetzt durchzuhalten, weiterzumachen, zu agieren. Und es kann sich manchmal durchaus anfühlen als, boah, wofür mache ich das hier alles? Was bringt mir das? Ich mache mir Sorgen darum. Und da bitte sei dir bewusst, dass diese Gedanken, diese Gefühle kommen werden im zweiten Quartal, dass du sie aber nicht brauchst, dass du sie überhaupt nicht, dass sie für dich an der Stelle wirklich keine Rolle spielen dürfen. Ja, also Achtung, Selbstsabotage, bitte aus dem Weg räumen, weil du hast hier mit dem Pagen der Schwerter und dem Stern definitiv die Botschaft, es wird sich zum Guten drehen. Du wirst die Wahrheit erkennen und du wirst Heilung erfahren. Du wirst nach den Sternen greifen können. Du wirst die Dinge, du wirst quasi aus der, so ein bisschen aus der Gosse heraussteigen können, um deine Aktivität, auch deine Werte besser vertreten zu können. Und mit den Werten sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema der Maske. Unsere Werte zeigen wir nicht, wenn wir Masken tragen oder wir tragen die falschen Werte nach außen und propagieren die falschen Werte oder eben nicht die Werte, die wirklich uns ausmachen. Und mit der Prinzessin, mit der Schwerter, also mit dem Pagen der Schwerter, wirst du es können. Du wirst es erleben, dass im zweiten Quartal deine eigenen Werte sehr viel mehr nach vorne kommen und das, was wir hier hatten, dass die Sorgen und die Niederlagen dadurch kleiner werden, verschwinden, gar nicht erst stattfinden, sondern dass es wirklich nur im Bereich der mentalen Sorgen ist. Und dann haben wir hier noch die zwei Kelche und die drei Stäbe. Das heißt, auch da für dich, lieber Manifestor, wenn du dir Liebe wünschst, dann wird es jetzt kommen. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und lass auch für dich auch wirklich den richtigen Zeitpunkt jetzt sein. Wenn du dir neue Liebe wünschst, dann darf das jetzt passieren. Die drei Stäbe stehen immer für die Idee, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, wo es nie einen richtigen Zeitpunkt geben wird, weil jeder Zeitpunkt ist quasi an der Stelle richtig. Und erinnere dich, wir haben das Thema der Zeit, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist, der Löwe sagt es auch, time to act, jetzt. Und wenn du dir die Liebe wünschst, dann tu es jetzt. Dann lass sie jetzt auch zu. Das kann neue Liebe sein, das kann aber auch ein Reaktivieren einer vorhandenen Liebe, einer vorhandenen Beziehung, also ein Reaktivieren oder ein Auffrischen, ein Sexy machen der bestehenden Beziehung. Und dann haben wir noch hier den Hanged Man und den Mond. Okay. Es ist wichtig, dass du einen Perspektivwechsel machst im zweiten Quartal. Du fühlst dich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen stuck mit diesem Thema von, boah, ich muss viel Geduld haben und ich habe keine Zeit und wo geht das jetzt alles hin? Und es ist wichtig, einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Dieses Konundrum, dieses Paradoxon von, wie ich brauche Geduld und gleichzeitig ist keine Zeit da, das für dich wieder besser in Einklang bringen zu können. Und da sehe ich nochmal diese Karte der Maske. Wir haben die Maske, ist ja nur auf einer Seite der Karte und auf der anderen Seite ist quasi, man kann es entweder sehen als das schwarze Universum, also die Möglichkeiten, alle Möglichkeiten. Man kann aber auch sehen, dass das wie eine Wand ist, die alles verdeckt, alles verdunkelt. Und an der Stelle ist es wichtig, dass du für dich in deinem Leben einen Perspektivwechsel hinlegst, auch mit dem Zugang zu den tiefen Ängsten, den Tiefen deiner Seele. Das wird für dich an der Stelle wirklich eine Relevanz haben und eine Möglichkeit, die ich da sehe, wie du das konkret im Alltag auch hinbekommen kannst, ist mit Meditation. Wir haben ja hier die Karte Rest and Rejuvenation, die immer dafür spricht, Ruhe, Erholung, Pause, aber auch Meditation. Das ist so ein bisschen die Vier-Schwerter-Karte aus dem Tarot. Von daher diesen Zugang zu deinem tiefen Unbewusstsein, zu deinen tiefen Ängsten an der Stelle auch, um diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, das ist für dich im zweiten Quartal, lieber Manifesto, definitiv relevant und wichtig. Wenn du da Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Wir schauen uns das an, entweder mit den Tarotkarten oder in einem Coaching, wo ich Body Reading mache,
mit dir und deine ganz persönliche Prägung aus der Kindheit auch erfahre, um auch zu entdecken, welche Masken könnten das denn sein. Schreib mich an, das können wir uns sehr, sehr gerne anschauen und dich auch gut auf das Quartal 2 2022 vorbereiten. So, und jetzt brauchen wir noch bitte eine Karte als Rat, wie der Manifestor, wie du als Manifestor das Ganze mit Leichtigkeit bewältigen kannst. Was ist der Rat? Wir haben die neuen Stäbe. An der Stelle macht dir, der Rat ist, mach dir bewusst, was du schon alles erreicht hast, welche Kämpfe du schon gewonnen hast. Und wenn es noch Wunden gibt von diesen Kämpfen, dann lecke sie jetzt, dann erhole dich jetzt, sammle jetzt Kraft, wann auch immer jetzt ist, wann auch immer du dieses Video schaust, sammle jetzt Kraft, um das Ganze anzugehen, weil es wird einiges auf dich zukommen im zweiten Quartal. Es wird dir einiges abverlangen und jetzt ist die Zeit, das zu erkennen und das auch anzugehen. Und nimm dir, wie gesagt, das wird dir sehr viel leichter fallen, wenn du dir bewusst machst, welche Kämpfe du schon alle gewonnen hast, welche Siege du errungen hast, was du aus den Niederlagen vielleicht auch gelernt hast, um da in dem zweiten Quartal wirklich auch deinen Weg gehen zu können. Wow, was für ein Reading. Ich danke dir sehr, dass ich das für dich legen durfte. Ich bin in den nächsten 3 Monaten mindestens ganz, ganz stark in Gedanken bei dir und schicke dir ganz viel Liebe, Gesundheit und gute Gedanken von hier zu dir. Bye-bye. Kommen, lieber Reflektor. Wir schauen uns jetzt mal an mit ein paar Karten, die ich vorselektiert habe, was die Hauptenergie ist für dich im zweiten Quartal. Und das Erste, was kommt, ist The Venom, das Gift. Okay, ganz spannend, da müssen wir jetzt direkt mal weitergehen, um herauszufinden, was dieses Gift für dich sein kann. Okay, also die gute Nachricht ist, du hast die Kerze, der Weg wird dir gezeigt. Dann haben wir den The Barrel. Entschuldige, manchmal, wenn ich die Karten auf Englisch sehe, dann fällt mir das deutsche Wort nicht unbedingt sofort ein. Das Fass, so, das haben wir jetzt. Das Fass, was uns zeigt, dass irgendetwas in deinem Leben fehlt, dass du das Gefühl hast, da ist Mangel, da ist etwas, was nicht da ist. Und dann haben wir die Feder mit zurück zu den Basics, zurück zum Anfang, zurück zu den klassischen Dingen. Und da werden wir gleich mal schauen, was das sein kann, was für dich diese Basis ist und vor allem, was dieses Gift bedeutet. So, zum einen haben wir das Rhinoceros mit Mäßigkeit. Okay. Daraus lese ich, dass das Gift für dich ist alles, was zu viel ist. Alles, man sagt ja auch immer, dass das Maß macht das Gift. Das heißt, alles, von dem du zu viel nimmst, weil die Mäßigkeit ist an der Stelle für dich wichtig im zweiten Quartal. Nicht zu viel arbeiten, nicht zu viel Erholung, nicht zu viel Ruhe, nicht zu viel Pause, nicht zu viel Aufregung, nicht zu viel essen, nicht zu wenig essen, nicht zu viel Diät machen. Also all diese Dinge von nicht zu viel, sondern nicht zu viel und auch nicht zu wenig, sondern in Mäßigkeit die Dinge bei dir in Balance zu bringen. Und das ist so ein bisschen das Thema für alle jetzt so im Quartal, aber für dich ganz besonders wichtig, dass du Mäßigkeit in deinem Leben erfährst, weil das wird dir die volle Kraft, die volle Power geben. Damit wirst du diese absolute Souveränität über dein Leben erreichen im zweiten Quartal, wenn du es schaffst, diese Moderation, diese Mäßigkeit tatsächlich in all deine Lebensbereiche hineinfließen zu lassen. Also wirklich, das ist ja schon so ein bisschen diese Antwort auf Back to the Basics. Was ist es denn? Wirklich die Kleinigkeiten im Alltag. Wie früh stehst du auf? Wie spät gehst du ins Bett? Ist das zu früh? Ist das zu spät? Ist das, nimmst du zu viel zu dir? Also da wirklich die Basics, die Kleinigkeiten des Alltags zu betrachten, um diese Power für dich wirklich zu beanspruchen und auch zu bekommen. Moon und Darkness. Okay.
sollte, das ist das Teil des Little Word of Warning, was es in meinen Readings immer gibt, das ist ein kleines Wort der Warnung, wenn du diese Mäßigkeiten nicht hinbekommst, dann wird das Leben ganz schnell ganz dunkel. Dann wird das Leben ganz schnell vergiftet. Und nochmal, wir haben hier die Kerze, also es wird immer für dich ein Licht geben, aber trotzdem sei achtsam, dass du die Kerze auch nicht auspustest, dass auch da wiederum das Licht auch zu dir kommen kann und dass du die Botschaften auch bekommst, die für dich wichtig sind. Woman holding a coin. Okay, also auch das wird im zweiten Quartal auf dich zukommen. Erfolg, finanzieller Erfolg mit Herzlichkeit. In diesem Deck gibt es einen Man holding a coin, es gibt eine Woman holding the coin und ich sehe da drin immer den Unterschied des archetypischen männlich und weiblich, das weibliche mit sehr viel Herz, mit sehr viel Fähigkeit zu empfangen, mit sehr viel Hingabe. Das männliche wäre dann die Aktivität, aber die sehe ich jetzt im Gegensatz zum Manifestor jetzt nicht so stark. Aber für dich, lieber Reflektor, ist dieses, ich empfange das auch, was da kommt. Ich nehme das auch an, was da kommt. Und mit dieser Karte haben wir auch sehr viel Violett, also sehr viel auch den spirituellen Aspekt, da die vielleicht auch das zuzulassen, dass du auch finanziellen Erfolg manifestieren kannst. Dass es nicht immer mit der harten Arbeit verbunden sein muss. Community ist für dich wichtig, also an der Stelle geh nicht alleine durch das Leben im zweiten Quartal. Suche deine Tribe, finde deine Leute, verbinde dich mit deinem Schwarm, nutze die Schwarmintelligenz der Menschen, die dir nahestehen, aber auch der Menschen, die dir gut tun und die du vielleicht noch alle nicht kennst. Und auch da wiederum achte darauf, was dir wirklich gut tut, nimm nicht irgendein Gift an, mach es mit Mäßigkeit, also jetzt auch da wiederum nicht übertreiben, jetzt nicht nur noch auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs sein oder auf Partys mit Leuten treffen, sondern auch da die Mäßigkeit, aber definitiv die Community nutzen, das wird für dich im zweiten Quartal etwas extrem Relevantes, das wirst du brauchen. Und dann noch eine sehr schöne Botschaft, dass die Engel sind bei dir, du bekommst Hilfe. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du das Gift aus deinem System holen musst, dann bete zu den Engeln, dann lass dir helfen, lass dich unterstützen. Die Engel sind für dich da und warten nur auf deinen Ruf. Sie warten nur darauf, dass sie quasi auch Licht ins Dunkel bringen können. Ich finde die Farbgebung in diesen beiden Karten sehr, sehr spannend. Passen auch zu meinem Lidschatten, aber das ist jetzt wirklich reiner Zufall. Genau, also bete zu den Engeln oder ruf sie an, lass dir helfen. Auch das wiederum, vielleicht gibt es in deiner Community Engel, die du als solche vielleicht gar nicht erkennen würdest. So. Dann gucken wir uns jetzt nochmal mit Tarotkarten an und ich habe hier ein neues Deck, also für mich ein ganz neues Deck. Ich habe das jetzt gewählt, weil ich finde, diese Grafik auf der Rückseite sieht so ein bisschen aus wie eine Human Design Grafik. Und wir fragen jetzt mal mit diesen Tarotkarten, was du, lieber Reflektor, noch wissen musst für das zweite Quartal. Welche weiteren Informationen zu dem, was wir gerade herausgefunden haben, sind für dich wichtig? Was musst du noch wissen? Okay, die kam geflogen. Dann ist das eine der wichtigsten Karten, wenn nicht die wichtigste Karte. Okay, die sechs Schwerter, die hier dargestellt wird als, siehst du das, die Schlange, die giftige Schlange, die Wissenschaft. Okay, also giftig, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass sie giftig ist. Und was ich gerade ganz spannend finde, ich kenne das Deck noch nicht, deswegen gucke ich so ganz gespannt drauf, weil es komplett neu ist für mich. Auf der Schlange ist dargestellt das Symbol von Merkur hier oben, also Nachdenken über den Kopf. Und was ich gerade super spannend fand, ist, dass die sechs Schwerter quasi durch,
durch ein Herz gestochen werden. Also ich sehe das als ein symbolisches Herz. Und normalerweise sind es die 3 Schwerter, die durch das Herz gestochen werden. Hier aber sind es die 6 Schwerter, die normalerweise in dem klassischen, also normalerweise, ich meine, in dem klassischen Tarot-Deck für jetzt wird es ruhiger, ich habe viel gelernt, ich habe viel Herausforderungen gemeistert und jetzt wird es langsam ruhiger in meinem Leben. Ja, aber für Wissenschaft stehen und für die Gedanken, für den Kopf, aber mit Merkur natürlich auch für das Heilen. Und wir haben hier vielleicht auch den Esculapstab, da ist ja auch die Schlange drumherum. Was ich an der Stelle sehe, ist, dass, wie gesagt, diese Karte kam so dermaßen weit rausgeflogen, dass ich sie als das absolute, die absolut wichtigste Karte jetzt in dem Rat oder in den Informationen sehe. Und du siehst ja auch von der Farbgebung ist sie sehr ähnlich dieser unteren Karte des Giftes. Wissenschaft, und zwar Wissenschaft, Selbsterkenntnis über dich wird im zweiten Quartal helfen, das Gift aus dem System zu holen oder gar nicht erst ins System reinzulassen. Und auch das ist etwas, was in den anderen Legungen auch schon vorgekommen ist. Das ist also eine Zeitqualität, die gerade für uns Menschen sehr relevant ist. Die Selbsterkenntnis, die Selbstkenntnis ist wirklich ein ganz krass relevantes Ding gerade. Und mit der Wissenschaft über dich selber, ich nenne es The Science of Me, und da werde ich auch, ich plane im zweiten Quartal, das endlich rauszubringen, ein Workbook, The Science of Me, also die Wissenschaft über dich selbst, um dich besser kennenzulernen und dann auch dein Leben zum Guten zu wenden oder noch zu verbessern, noch schöner zu machen. Das ist definitiv für dich die wichtigste Information in dem Ganzen. So, ansonsten lege ich die Karten gerade mal aus, dass ich sie mir anschaue und ich zeige sie dir dann auch gleich alle. Aber dass ich erstmal so ein Bild bekomme von dem, worum es hier geht. Okay, also definitiv darfst du im zweiten Quartal mit den Pagen der Stäbe und den 7 Stäben deine Leidenschaft bitte nicht unterdrücken. Ja, immer mit der Mäßigkeit. Und wir haben hier ja auch den Fakir, der mit dem Feuer spielt, der aber sehr genau weiß, wie er damit umgehen kann. Und das ist so ein bisschen die Botschaft hier auch von diesen Karten und auch da wiederum die farbliche Korrespondenz der Karten. Deine Leidenschaft ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass du deine Leidenschaft schützt und sie nicht jedem zur Verfügung stellst. Ich hoffe, das macht Sinn für dich, dass dein inneres Feuer vor allem dich selber nährt. So würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Das ist eine wichtige Botschaft für dich an der Stelle im zweiten Quartal. So, dann haben wir die 4 Kelche und den Wagen. Wenn etwas zu langweilig geworden ist, dann schreite fort. Dann geh weiter. Dann lass es einfach hinter dir. Das ist eine Botschaft. Die andere Botschaft ist aber auch mit der Community, und wir haben hier, da muss ich nochmal eine Referenz machen zu dem klassischen Tarot-Deck, die 4 Kelche, da sitzt jemand unterm Baum und hat 3 Kelche vor sich und von hinten kommt so die göttliche Hand mit einem 4. Kelch und die wird nicht gesehen und oder ignoriert. Und das ist an der Stelle wichtig, dass du wahrnimmst, was dir offeriert wird, dass deine Community vielleicht auch dir Dinge schenkt, dass die Engel dich unterstützen mögen. Und auch hier, du siehst, farbliche Übereinstimmung. Lass nicht zu, dass die Langeweile dafür sorgt oder die Ignoranz dafür sorgt, es kann beides sein, Langeweile oder Ignoranz, dafür sorgt, dass du nicht siehst, welche Geschenke das Leben für dich hat, sondern ergreife sie, übernimm die Kontrolle wieder darüber, greife es mit beiden Händen, um die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Und hier finde ich das ganz witzig, dass in diesem Deck der Typ auf dem Auto drauf sitzt, aber auch ganz viel Licht, wo es im klassischen Deck immer ein Wagen ist, der gezogen wird und es immer Zügel mit im Spiel sind. Und das ist an der Stelle eben wichtig, dass die Langeweile oder die Ignoranz,
würde mal sagen, es kann beides sein. Nicht immer das beides in einer Situation, aber mal in der einen Situation die Langeweile, mal in der anderen Situation die Ignoranz, das Ablehnen des Sehens sozusagen, dass das dazu führt, dass du nicht vorankommst und nicht die Kontrolle über dein Leben wieder zurückbekommst. Und dann haben wir noch die 10 Kelche und die 10 Stäbe. Also beides mal ein Zyklus, der zu Ende geht. Und das sagt mir, es ist wirklich an der Zeit, jetzt im zweiten Quartal 2022 für dich, lieber Reflektor, die Last abzugeben. Die Last abzugeben und zu wissen, ja, es gibt Dinge, die gefährlich für dich sind. Es gibt, wie für jeden von uns, seien wir mal ehrlich, es gibt Dinge, die zu viel werden könnten, aber an der Stelle ist auch zu viel, was du alles auf die Schultern genommen hast. Lass das jetzt mal fallen, leg das ab. Im klassischen Deck haben wir bei den 10 Stäben diesen Kerl, der so viele Stäbe in der Hand hält, dass er gar nicht mehr weiß, wie er voranschreiten kann. Und du hast wirklich das Gefühl, noch einen Schritt nach vorne und die fallen ihm alle auf den Boden. Und das ist genau die Botschaft auch. Es ist Zeit, das abzulegen. Es ist Zeit, dir das Leben leichter zu machen. Und diese Sinnlichkeit und diese Freude, diese Gemeinschaft, diese Sicherheit auch innerhalb der Gemeinschaft dann auch für dich spüren zu können. So, und dann schließen wir ab mit einer letzten Tarotkarte, um für dich, und da ist sie schon, den Rat zu bekommen, was dafür sorgen kann, dass das alles für dich leichter wird. Und da haben wir den Ritter der Schwerter und ich mag diese Karte unglaublich gerne. Übrigens interessant, dass sie in diesem Deck ein stehender Ritter ist, weil im klassischen Tarot-Deck, du siehst, ich mag gerne diese Referenzen machen. Das liegt auch daran, dass ich ja Tarot schule, dass man bei mir Tarot lernen kann. Mit der Geografie des Tarot-Decks, wo ich unter anderem eben erkläre, wie die unterschiedlichen Farben aufeinander folgen, also was zuerst kommt, die Stäbe oder die Kelche und wie die aufeinander folgen und wie das dann, wenn man das einmal durchschaut hat, das Deck so leicht macht zu verstehen. Genau, deswegen mache ich immer so viele Referenzen zu dem klassischen Tarot-Deck, weil das ist am einfachsten eben zu lernen und da ist der Ritter der Schwerter jemand, der sehr schnell auf seinem fast gehetzten Pferd durch die Welt prescht sozusagen und hier steht er. Und wir haben ja diese Karte gezogen als Rat für dich, lieber Reflektor, was dir helfen kann, diese ganzen Dinge im zweiten Quartal am leichtesten zu bewältigen. Und die Wahrheit ist die Wahrheit. Der Rat ist, erkenne die Wahrheit. Erkenne aber auch, wie zweischneidig die Wahrheit sein kann. Ja, auch da erinnert mich das so an das Gift. Zu viel davon ist giftig, aber vielleicht ein bisschen Gift ist auch heilsam. Auch da wiederum die Menge macht es, also die Mäßigkeit. Und das zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit über dich zu erkennen in erster Linie, das ist an der Stelle wirklich eine ganz, ganz relevante Sache. Und wir haben ja hier nochmal, ich halte sie nochmal daneben, die Wissenschaftskarte, also die Science of Me, das ist wirklich etwas, was dir helfen wird im zweiten Quartal. So, ich hoffe, dass die Botschaft kam an und du kannst das nachvollziehen, du kannst was draus machen. Wenn du Unterstützung dafür brauchst, wenn du ganz genau wissen möchtest, was für dich persönlich in deinem Leben jetzt im zweiten Quartal auf dich zukommt, dann buche eine persönliche Tarotlegung. Die Informationen findest du hier unten in der Description Box. Und in der Zwischenzeit schicke ich dir ganz, ganz viel Liebe, ganz viele gute Gedanken. Von hier zu dir. Bye-bye. Herzlich willkommen, lieber Generator, für deine Vorausschau zum zweiten Quartal 2022. Ich habe hier ein paar Karten vorselektiert und wir schauen uns direkt mal an, was so die unterliegende Energie ist, die Hauptenergie in deinem zweiten Quartal. Und wir haben hier eine tolle Karte, ich liebe sie, Kairos. Kairos. Kairos ist der richtige Moment. Der Moment, die Chance, die Gelegenheit, die man nicht verpassen darf, die man nicht verstreichen lassen darf. Also das ist definitiv die Hauptbotschaft für dich im zweiten Quartal. Die
Es werden Gelegenheiten auf dich zukommen und du musst im zweiten Quartal die Chance ergreifen, weil sonst, und jetzt greife ich so ein bisschen zurück auf das, was zeitenergetisch gerade für uns alle eine Rolle spielt, uns läuft die Zeit davon. Also das ist so eine krasse Aussage, aber sie läuft uns davon, weil sie so beschleunigt wird. Wir kommen aus 2 Jahren Pandemie, wir finden so langsam in ein tatsächlich neues Normal zurück. Im April sind noch alle Planeten vorläufig. Auch das gibt so ein Gefühl von Beschleunigung. Es wird jetzt alles schneller und die Welt ist jetzt so langsam, wie sie nie wieder sein wird. Ja, also wir haben jetzt wirklich ein Beschleunigungsgefühl, ein Geschwindigkeitsgefühl. Und deswegen, natürlich läuft uns die Zeit nicht wirklich davon, weil wir haben die Zeit, die wir haben. Aber es ist auch so ein Fehlschluss zu denken, dass wir so viel Zeit haben. Zu denken, dass wir immer Zeit für alles haben. Und wenn du ein manifestierender Generator bist, dann schau dir bitte unbedingt auch die Legung für den Manifestor an, weil da ging es nämlich genau auch um das Thema. Und für dich, lieber Generator, wird eben im zweiten Quartal dieser Kairos, dieser richtige Moment eine ganz, ganz große Rolle spielen. So, dann haben wir noch die Tür, dass Gelegenheiten warten auf dich. Okay, wenn wir eine Bestätigung brauchten, dann haben wir sie dort. Wir haben die Eule, einen Rat von einer weisen Person. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass unbedingt ich das bin, aber es kann durchaus auch sein. Aber in deinem Leben wird es noch andere weise Personen geben, die dir einen guten Rat geben können. Und wir haben die Fledermaus, die dir sagt, sei vorsichtig, weil es gibt auch Kräfte und Mächte, die gegen dich arbeiten. Also die gegen diese Gelegenheiten und das dein Ergreifen der Gelegenheiten arbeiten. Was haben wir noch? Wir haben den Hund, Companionship, Begleitung, Kameraderie, Zusammensein, zusammenarbeiten, zusammenleben. Das wird für dich an der Stelle eine Rolle spielen. Vielleicht hast du einen Hund, vielleicht magst du dir einen anschaffen, vielleicht möchtest du dir aber auch ein anderes Tier anschaffen, aber vielleicht spielt da an der Stelle auch eine Rolle der loyale Freund. Ja, der Hund ist ja ein Symbol für große Loyalität und auch wenn Loyalität nicht immer der beste Wert im Leben ist, weil Loyalität kann einen auch ganz schön, oh Gott, jetzt wollte ich ein böses Wort sagen, kann einen auch ganz schön Steine in den Weg legen, so, um nicht das zu sagen, was ich gerade im Kopf hatte. Das war mit Knie und, naja, du weißt schon. Sondern jemand, der dir wohlgesonnen ist, dass du mit jemandem zusammen bist, dir vielleicht eben auch diese weise Person, von der wir eben sprachen, jemand, der dir wohlgesonnen ist, der dir weiterhelfen kann, der dir loyal gegenüber eingestellt ist. So, dann haben wir noch die Karte des Hungers. Und die Karte des Hungers ist an der Stelle eine sehr schöne, weil wenn du nicht hungrig bist, wirst du möglicherweise die Gelegenheiten nicht ergreifen. Dann wirst du vielleicht die Gelegenheiten nicht sehen. Und du siehst hier, ich liebe es, wenn die Karten mit der Grafik, mit den Farben eine Übereinstimmung haben. Und du siehst es hier vielleicht, was ich gerade sehe in den Karten. Der Hunger wird dir erlauben, diese Gelegenheiten auch selbst zu kreieren, auch selbst zu manifestieren, um sie dann wirklich auch ergreifen zu können. So, dann haben wir noch den Äquator, Dinge gleich zu machen, auszugleichen, aber auch wirklich gleich zu ziehen. Und das ist für dich an der Stelle auch eine wichtige, ich gucke mal gerade, ob wir hier schon, nee, das ist eine neue Botschaft, noch keine Korrespondenz zu dem, was wir bisher hatten. Die neue Botschaft, dass die Gelegenheiten, die kommen werden und die du ergreifen wirst können und auch müssen. Ich mag das Wort müssen nicht so gerne, aber manchmal ist es halt einfach so. Wenn wir weiterkommen wollen im Leben, dann müssen wir auch bestimmte Dinge tun. Und hier ist die Botschaft, du wirst bestimmte Dinge auch gleich ziehen müssen. Vielleicht finden wir gleich noch heraus, was genau uns das sagen möchte, dass wir da noch weitere Informationen zu bekommen. Okay, dann haben wir noch den Neid. Ja, wo viel Licht, wo viele Gelegenheiten, wird es auch Neider geben. Und da mach es dir einfach bewusst, ja, das kann passieren, das wird passieren.
Je mehr Erfolg, desto mehr Neider. Sei dir dessen einfach bewusst, dass es das geben wird, damit du da nicht aus dem Konzept gebracht wirst und weiterhin einfach auf deinem Weg bleibst, die Gelegenheiten siehst und sie auch ergreifst. Dann haben wir Chop Wood. Diese Karte steht für den Alltag. Das, worum es geht, nicht unbedingt nur die großen Projekte, sondern auch die kleinen alltäglichen Sachen, die man tun muss. Eben das Holz hacken. Ja, wenn wir es warm haben wollen, dann müssen wir Holz hacken. So im übertragenen Sinne. Das heißt, die Gelegenheiten, und das ist vielleicht eine ganz, ganz wichtige Botschaft, lieber Generator, hier für dich, dass die Gelegenheiten, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen, sich auch wirklich im kleinen Alltag werden zeigen können. Das ist dass etwas Kleines sehr groß werden kann, weil wenn du das im Alltag siehst, dann wirst du was draus machen können. Da wirst du mit der Zeit, mit dem richtigen Zeitpunkt auch das Ganze größer ziehen können. So, und dann haben wir The Lady of the Mirror, die Dame des Spiegels mit Reflexion und Non-Judgment, also Bewertungsfreiheit, so heißt das auf Deutsch. Sorry, wenn ich die Karte manchmal auf Englisch sehe, dann fällt mir nicht sofort der deutsche Begriff ein. Hier geht es darum, dass du dich selber immer wieder betrachtest. Auch das ist etwas, was wirklich jetzt durchgängig für alle vier Typen im Human Design ist. Das ist eine Zeitqualität, die im nächsten Quartal ganz definitiv für uns alle Menschen eine große Rolle spielen wird. Es braucht die Selbsterkenntnis, es braucht das sich selbst anschauen, auch das sich selbst im Spiegel anschauen. Ja, es gibt ja diesen Begriff, ich muss mich im Spiegel anschauen können. Auch das, die Werte werden eine Rolle spielen, aber auch, ich muss mich selber erkennen. Ich muss wissen, wer ich bin. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich jetzt im zweiten Quartal mein E-Book rausbringen werde, das Workbook zum Science of Me, zur Wissenschaft deiner selbst, um dich noch besser kennenzulernen, um das zu verstehen und bewusst zu haben, was du tust, warum du es tust. Weil ganz häufig tun wir Dinge, weil wir sie so gelernt haben, bewusst oder unbewusst. Ja, also wir haben so viele Dinge als Kinder auch gelernt, wie unser Verhalten uns am Leben erhält oder uns am meisten das bringt, was wir brauchen. Und das hat als Kinder wunderbar funktioniert und das funktioniert auch in bestimmten Situationen unseres Lebens immer noch wunderbar, aber eben nicht in allen. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann sind wir wie ferngesteuert, dann sind wir wie fremdgesteuert aus der Vergangenheit. Und als Körpertherapeutin löse ich genau diese Dinge auf. Durch Body Reading, da kann man nämlich am Körper direkt erkennen, welche inneren Haltungen man so entwickelt hat als Kind, was man da so gelernt hat und wo sie in welchen Alltagssituationen dann immer greifen und wie man das dann auch verändern kann. Weil, wie gesagt, in manchen Situationen ist es Gold wert, ist es genau richtig, aber nicht jede Situation ist gleich und wir müssen im Erwachsenenalter einfach auch neue Strategien entwickeln und wir kommen da nicht weiter mit dem, was wir bisher gelernt haben. Und deswegen ist es so wichtig, sich selbst zu erkennen. Also wenn dich das interessiert, schreib mich an. Wir machen eine körpertherapeutische Sitzung, wo ich dir genau diese Dinge erkläre und auch, wie du sie verändern kannst. Und das ist die Message von dieser Karte, die Reflexion. Reflektiere, was du tust. Auch reflektiere auch am Abend deinen Arbeitstag. Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Und damit du dann verändern kannst am nächsten Tag beziehungsweise wiederholen kannst, was gut gelaufen ist, dafür brauchst du die Reflexion. Und das ist an der Stelle einfach eine ganz, ganz wichtige Information, damit du die richtigen Zeitpunkte nicht verpasst. Schließt sich wieder der Kreis. So, und jetzt schauen wir nochmal mit ein paar Tarotkarten. Ich habe hier ein für mich ganz neues Tarot-Deck. Ich habe das frisch gekauft, das Urban Tarot. Ich habe es deswegen gewählt hier für diese Legung, weil ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Human Design Grafik. Und deswegen schauen wir jetzt mit diesen Karten, was du noch wissen musst, lieber Generator, für das zweite Quartal 2022, was da für dich noch relevant ist. Und welche Zusatzinformationen zu dem, was wir gerade schon erfahren haben, für dich noch wichtig ist. Was ist da jetzt noch wichtig? Übrigens, das Deck ist so neu, dass ich die Karten echt noch nicht kenne.
und manchmal selber noch ganz, ganz verdutzt davor stehe und hier die nochmal genau angucken muss. Da musst du jetzt leider durch. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Okay, das ist super spannend. Ich glaube, das muss der Generator noch wissen. Okay, das war's. Ich lege mir die Karten erstmal aus, damit ich selber ein Bild bekomme und dann zeige ich sie mir alle eine nach der anderen. Okay. Wir haben zum einen das Ass der Stäbe und die Königin der Schwerter. Ich hoffe, es ist einigermaßen scharf zu sehen. Ja, einigermaßen. Okay. Das Ass der Schwerter steht immer für den Neubeginn, für das ganz Neue, aber auch für deine Leidenschaft, für dein inneres Feuer. Und mit der Königin der Schwerter geht es darum, dieses Neue wirklich klar zu haben, zu erkennen, was wahr daran ist und möglicherweise auch aus dem Leben zu schneiden, wenn es nicht sinnvoll ist. Also nicht alles, was neu ist, nicht alles, was Leidenschaft in dir hervorruft, wird für dich diese passende Gelegenheit sein. Wird für dich der richtige Zeitpunkt sein. Das Ass der Schwerter ist auch sehr ungeduldig. Das ist jetzt, das ist sehr, eine sehr große Widderenergie. Wir sind jetzt, ich nehme das Video auf am 2. April, wann auch immer du das schaust, schwingt diese Energie ja trotzdem noch mit. Also wir sind jetzt gerade in der Widderenergie. Der Widder ist unfassbar ungeduldig. Der will das jetzt, wenn er was sieht und er findet das toll, dann will er das jetzt haben. So. Und die Königin der Schwerter ruft dich auf, das Ganze mit etwas mehr Klarheit, mit etwas mehr scharfem Verstand wirklich auch zu betrachten und zu schauen, ist das wirklich wahr? Also auch da so dieses, ist das jetzt wirklich dieser richtige Zeitpunkt? Nur weil sich die Gelegenheit gerade zeigt mit dem Ast der Stäbe, muss die Königin der Schwerter auch erkennen, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt oder nicht? Das ist für dich an der Stelle relevant im zweiten Quartal. Dann haben wir die Kaiserin, die Herrscherin und den König der Scheiben. Also da haben wir zwei Karten, die sehr erdig sind, die sehr naturverbunden sind, aber auch sehr viel mit Reichtum, Erfolg, Langfristigkeit des Erfolges zu tun haben und mit sehr viel, und das finde ich ganz witzig, weil die Kaiserin ist diejenige, die ernährt. Und das sehen wir ja hier auch. Das ist die Mutter, die das Baby gerade füttert. Und wir haben den Chefkoch, der hier dafür sorgt, mit sehr viel Raffinesse das Essen auf den Tisch zu bringen. Und was ich da drin sehe, ist, dass Erdung für dich im zweiten Quartal ganz, ganz wichtig sein wird. Dass es wichtig ist, dass du dich auch mit den richtigen Dingen ernährst. Also Erdung im wahrsten Sinne von geh in die Natur, leg dich auf den Boden, geh barfuß durch den Wald, verbinde dich wirklich mit Erde und Natur, umarme Bäume, wenn das dein Ding ist, leg dich auf den Rasen. Das ist das eine, was wichtig ist. Und das andere ist, achte auf deine Nahrung, achte auf das, was du zu dir nimmst und sorge dafür, dass auch das zum richtigen Zeitpunkt kommt und auch, dass es dich wirklich, wirklich nährt. Also nicht nur im Sinne von, dass du jetzt deine Kalorienzufuhr erhöhen solltest, sondern dass du wirklich dafür sorgst, dass diese Dinge, dass die Dinge sind, die du magst, dass es die Dinge sind, die deine Seele auch ernähren. Also nicht nur deinen Körper, natürlich ganz, ganz wichtig, deinen Körper, deine Materie, deine Erde, deine Natur, aber auch deine Seele an der Stelle nähren und du dich, ich meine jetzt nicht Comfort Eating und ich meine jetzt irgendwas in dich hineinstopfen, um dich schwer zu fühlen, sondern das richtige Essen zum richtigen Zeitpunkt. Das ist eine ganz spannende Botschaft für dich hier im zweiten Quartal. Und dann haben wir noch die 6 Scheiben und die 6 Schwerter, den Erfolg und die Wissenschaft. Also nochmal zu dem Thema die Wissenschaft von dir selbst, das Wissen um dich selbst. Mein Workbook wird im zweiten Quartal rauskommen. Toi, toi, toi.
um dich selbst besser kennenzulernen, weil das wird dich zum Erfolg bringen. Das wird, wenn du dich wirklich gut kennst, wenn du weißt, was deine Verhaltensweisen sind, wie du die Neuroplastizität deines Gehirns besser unterstützen kannst, um in die Richtungen zu gehen, in die du möchtest, um diese Gelegenheiten, die wir hier sehen mit der Tür, auch zu kreieren, dass du selber quasi zu der weisen Person wirst, die dir Rat geben kann, um den richtigen Zeitpunkt zu ergreifen, dann, wenn du, jetzt habe ich den Faden verloren von dem Anfang meines Satzes, also die Erkenntnis über dich selbst wird dir all das ermöglichen. So, das ist, glaube ich, die Zusammenfassung dessen, was ich sagen wollte. Das wird dich zum Erfolg bringen, das wird dich zu diesen Gelegenheiten bringen und dich dazu bringen, zu erkennen mit der Königin der Schwerter, wann ist die Gelegenheit auch wirklich die richtige Gelegenheit und wann ist der Moment, das jetzt zu ergreifen und das Ganze in den Erfolg umzuwandeln, der dir hier auf jeden Fall vorausgesagt wird. Und mit einer letzten Tarotkarte schließen wir dann ab mit der Frage, was kann dir das jetzt leicht machen? Was musst du wissen? Was ist der Rat, dass du das mit Leichtigkeit alles bewältigen kannst? Weil, ja, das waren mal wieder viele Informationen. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Was ist der Rat für den Generator? Okay. Oh, sehr spannend. Die Karte des Todes. Achtung, nein, bitte jetzt nicht zusammenzucken. Der Tod ist nicht das Ende, der Tod ist die Transformation. Der Tod ist das Wissen darum, dass alles im Leben eine Pulsation ist, dass es weitergeht, dass etwas sterben muss, damit es neu geboren werden kann. Das ist die Karte des Phönix an der Stelle. Das ist die Transformation, das ist das. Dahinter kommt was Neues, dahinter kommt was anderes. Und was dieser Rat an der Stelle eben bedeutet, ist, dass ja, zum einen, wir haben hier die Karte, ja, es ist die richtige, die Kairos, die Gelegenheit und der richtige Moment, die Gelegenheit zu ergreifen. Aber damit du da an der Stelle keine Panik bekommst, sagt dir die Karte des Todes, so etwas wie, was zu dir kommen soll, wird auch kommen. Und wenn du die eine Gelegenheit verpasst, dann wird eine neue Gelegenheit kommen, sodass du da an der Stelle nicht in Panik gerätst, dass, oh Gott, jetzt habe ich nicht gewusst, ist es die Gelegenheit, muss ich das machen, sondern dass dies auch ein Prozess ist, dass es auch ein wissenschaftlicher Lernprozess sein wird für dich, diese Dinge auseinanderzuhalten und zu unterscheiden, wann ist die Gelegenheit, die wahre Gelegenheit und wann muss die Königin der Schwerter sagen, Moment, hier Einwurf, Veto, das ist sie nicht, das ist ein Prozess, genauso wie Sterben und Wiedergeburt ein Prozess ist und werde da nicht zu ungeduldig, vertraue darauf, dass du diese Weisheit in dir finden wirst, das ist der Rat dieser letzten Tarotkarte. Wow, was für ein Reading, was für eine Legung. Wenn du wissen möchtest, was es genau jetzt ist und wie du das schaffen kannst, hier die Königin der Schwerter für das Discernment, für die genaue Einschätzung des Zeitpunktes der Gelegenheiten bekommst, dann buche gerne eine persönliche Tarotlegung mit mir. Description unten in der Box. Und dann schauen wir das ganz genau für dich jetzt auf dein persönliches Leben uns an. Und ansonsten schicke ich dir schon mal ganz, ganz viel Liebe, ganz viele gute Gedanken von hier zu dir dabei.